So, wir haben mal wieder ein neues Update in Fortnite bekommen. Alles, was neu ist, alles, was geleakt wurde, erfahrt ihr in diesem Video. Noch ganz kurz, bevor es losgeht, falls ihr mich noch nicht bei Sport Creator eingetragen habt, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das tun würdet. Arian, FN, ganz easy. Dauert 2 Sekunden. Und ja, los geht's. Also man kann schon mal sagen, es ist jetzt kein riesengroßes Update, aber es gibt auf jeden Fall ein paar neue, coole Sachen. Also die nächste Season, die Season 7, startet ja am 7. Juni. Sollte voraussichtlich am 7. Juni starten, man weiß ja auch nicht bei Fortnite. Meistens wird die Season verschoben. Ja, das sind noch knapp 2 Monate und bis dahin sollten noch 3 Updates kommen, wurden auf jeden Fall angekündigt. Ja, ist eigentlich ganz okay. 3 Updates ist jetzt nicht mega viel, aber jetzt auch nicht nichts. Warte mal, ich muss mir erstmal schnell eine Waffe finden. Ja, ich würde sagen, wir fangen erstmal damit an, was Neues in diesem Update. Also es gibt 2 neue Bögen. Ich bin jetzt auch nicht der größte Fan von Bögen. Aber der eine Bogen von denen, die Funktion von dem finde ich echt cool. Also einmal der Splinter Bow heißt der, glaube ich. Ja, ich weiß nicht genau, was der kann. Als zweites gibt es noch den Grappler Bow. Also man hört ja schon im Namen heraus, was er wahrscheinlich kann. Grappeln. Und als Beschreibung steht da auch, man kann... Oh, warte mal, das hier ist neu. Okay. Also als Beschreibung steht da auch, dass man auf weite Distanz grappeln kann. Ja, das finde ich echt cool. Und ja, den Grapple Bow soll man beim Lara Croft NPC finden. Boah, hab ich den tot gelasert. Mir aber auch einen fetten Hit gegeben. Nein. Erstmal healen. Hä? Was machst du? Puh, die 2 Medkits sind eigentlich schon wichtig. Ich muss die... Okay, perfekt. Die haben mitgenommen. Perfekt. Die hier ist nicht nachgeladen. Verpiss dich mit deiner Waffe. Jetzt muss ich erstmal schauen, wo ich stehen geblieben bin. Also beim Grappler Bow, ja, der macht auf jeden Fall auch Schaden. Plus man kann damit grappeln. Ja, ich würde den auf jeden Fall gerne mal ausprobieren, wenn ich ihn mal finden würde. So, ich will jetzt erstmal den Typ mehr kriegen. Oh. Hat ja gar keine Metz, der Typ. Und da vorne kommt der nächste. Sehr risky. So, dann sollte man jetzt auch noch Auto-Tune können. Also es gibt so neue Offroad-Reifen. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, wo man die Reifen findet und wie man es macht, aber ja, es soll diese neuen Reifen geben, die man dann an Autos draufschrauben kann. Ja, es gibt ja einfach neue Autos. What the fuck? Ah, okay, das sind er. Nee, er hat ein ganz normales Auto diese Offroad-Reifen angemacht. Ach so, okay. Okay, jetzt verstehe ich's. Scheiße, ich hätte ihm nicht sein Auto kaputt schießen sollen. Ist ein Reifen weg. Ah, ja, okay, also Offroad fährt es halt viel besser. Ja, finde ich geil. Sehr, sehr nice. Sieht dann aus wie so ein Monster-Truck irgendwie. So ein kleiner Monster-Truck. Im letzten Update ist ja eine neue Waffe reingekommen: die Junk-Gun, die Schrottwaffe. Also man kann damit halt so Gegenstände einsaugen und dann damit schießen irgendwie. Ist gar nicht so schlecht, die Waffe. Ich habe die auch schon ein paar Mal gespielt. Und die gibt es jetzt in Mythisch bei einem Boss. Ich weiß nicht, bei welchem Boss genau. Aber die gibt es jetzt auf jeden Fall in Mythisch. Da wird die auf jeden Fall ziemlich krass sein. Ja, dann gibt es natürlich bei diesem Update, wie bei jedem anderen Update auch, reichlich neue Skins. Also zum Beispiel diesen neuen Style hier von dem Skin. Finde ich sehr, sehr, sehr geil mit dem Feuer hier auch. Mit dem Pink und den Knochen. Ja, finde ich auf jeden Fall ziemlich cool. Ich habe auch die männliche Variante von dem Skin. Da habe ich den Style auch bekommen.
Ja, sehr, sehr nice. Und allgemein ist noch mehr Styles rausgekommen, auch von diesem Baum, von dem es ja auch schon 10 Styles gibt. Kam wieder ein neuer Style rein. Hier ist mal Crack. Okay. Ist ein bisschen Metz für mich? Naja, geht so. Vorne haben noch welche gefeilt, habe ich gesehen. Fortnite ist auch gerade irgendwie voll im Bundle-Film. Also die bringen gerade gefühlt nur Bundles raus. Also halt alte Skins zusammen mit zum Beispiel Tarnungen, Emotes, Spitzhacken. Und ja, es gibt jetzt wieder ein paar neue Bundles, wurden geleakt. Blende ich euch mal hier ein. Also links unten den weiblichen Fischskin finde ich eigentlich ganz nice. Aber ich glaube, ich werde mir den jetzt nicht unbedingt holen. Ja, was hast du da? Alles klar, perfekt. Morbeder YouTube. Alles klar. Dankeschön auf jeden Fall, viel Spaß. Da wird es auf jeden Fall noch einen neuen LTM geben. Ich weiß nicht, ob es den jetzt schon gibt. Der wird Lead Ally LTM heißen. Oder Lead Alloy, glaube ich. Da wird man halt Beute von Wildtieren sammeln müssen, also Knochen und Technologien, also diese Mechanikteile. Und da kann man anscheinend seine Waffen bis auf legendär handwerken. Also ja, könnte auch ganz interessant sein. Oh, warte mal, hier hat einer den Lastwagen getuned mit den Reifen. Ich kann jetzt mal ausprobieren. Ich habe halt, das Problem ist ja, ich habe gar keine Mets. Ich hätte vielleicht den Bogen mitnehmen sollen. Das ist wirklich ein großes Problem, dass ich gar keine Mets habe. Ja, komm schon, die haben doch hier gefightet, oder nicht? Liegt da nicht irgendwo noch Loot von jemandem? Naja, nee, okay, bevor ich jetzt irgendwie hier noch Loot suche, der eigentlich gar nicht da ist, soll ich mir vielleicht ein paar Mets holen. Oh, die fighten hier. Oh, der ist da unten im Busch. Okay. Also jetzt muss ich Glück haben mit der Zone. Und ich hab, ja, doch. Perfekt. So, weißt du was? Weil ich jetzt leider keinen Win geholt habe, mache ich jetzt einfach noch ein paar Realistic Games mit so einem Random. Ah, let's go. Mal schauen, ob der gut ist. Okay, da scheinst du mal nicht allzu schlecht zu sein. Sein Name Krüser A-Scheiß. Jeder nennt sich so A-Non. Er nennt sich A-Scheiß. Ich habe übrigens hier den Lache-Emote und den L-Dance-Emote direkt nach vorne gepackt, weil mich so viele Kinder getriggert haben. Und ja, ich brauche das einfach auch, um die zu triggern. Also, ich weiß nicht, ob ihr das mit dem Cymex-Thema mitbekommen habt, mit seiner Freundin. Wahrscheinlich haben es die meisten schon mitbekommen. Ich habe auf jeden Fall darauf eine Reaction hochgeladen, auf meinem Zweitkanal. Das ist auf jeden Fall ganz oben in der Beschreibung verlinkt, könnt ihr gerne abchecken. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch alle 10 One-on-Ones mit dem fertig mache. Ich hab sowieso schon gewonnen. Schön outplayed. Das wird ihn so triggern, weil er eigentlich hätte gewinnen müssen. Er schüttelt so den Kopf, er ist richtig getriggert.
Ich glaube weniger, dass er jetzt auch Bock hat, weiterzuspielen. Ja. Naja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, könnt ihr mir gerne ein Like da lassen. Ganz wichtig, nicht vergessen, Creator Code Arjen für den Item Shop. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.